In diesem Video rechne ich eine Textaufgabe zum Thema Umfang und Flächeninhalt von Kreisen vor. Es geht um diesen runden Teich hier, den ich hier aufgemalt habe. Und der hat einen Umfang von 150 Metern. Frage ist, wie groß ist diese Fläche von diesem See? Dann gibt es noch eine zweite Aufgabe. Um diesen See herum führt ein Weg, der ist 2 Meter breit. Und auch die Fläche dieses Wegs soll bestimmt werden. Versuch das erstmal alleine, drück Pause, rechne soweit du kommst und dann kannst du mit meinem Lösungsweg vergleichen. Was wir auf jeden Fall erstmal brauchen, sind Formeln. Und zwar die Formel für den Kreisumfang, für die Kreisfläche und für die Fläche eines Kreisrings. Also die Formel für den Umfang, U ist gleich Pi mal den Durchmesser eines Kreises, Pi mal D. Dann die Fläche vom Kreis. A-Kreis ist gleich Pi mal den Radius dieses Kreises zum Quadrat, Pi mal R-Quadrat. Und Fläche vom Kreisring. Kreisring ist Pi mal dann den Radius vom großen Kreis, Quadrat, minus den Radius vom kleinen Kreis zum Quadrat. Das sind die Formeln. Und jetzt schauen wir mal, wie wir damit umgehen. Die erste Frage ist, wie groß ist diese Fläche dieses Sees? Der Umfang ist 150 Meter. U ist gleich 150 Meter. Und die Formel für den Umfang ist Pi mal D. Wir können also sagen, Pi mal D ist gleich 150. Das können wir jetzt nach D auflösen, indem wir sagen, geteilt durch Pi. Und ich werde das jetzt mal nicht in den Taschenrechner eingeben, sondern einfach mal so hinschreiben. 150 durch Pi ist der Durchmesser. Was ist denn der Radius? Der Radius ist immer die Hälfte des Durchmessers. 150 durch Pi durch 2, das wäre 75 durch Pi. Also R ist gleich 75 durch Pi. Für die Fläche dieses Sees rechnen wir also jetzt den Radius zum Quadrat mal Pi, also 75 durch Pi zum Quadrat mal Pi. Also A ist gleich 75 durch Pi zum Quadrat mal Pi. Und jetzt wird es Zeit für den Taschenrechner. Der Taschenrechner sagt, gerundet 1790,5 Quadratmeter. Das ist der Flächeninhalt des Sees. Du wunderst dich vielleicht, dass ich mit solchen Zahlen wie 75 durch Pi weiterrechne. Aber ich würde dir das auch empfehlen, das so zu machen. Denn wenn du das jetzt rundest, das dann in die Flächenformel einsetzt und das dann wieder rundest, dann hast du ein doppelt gerundetes Ergebnis. Und das wird dann nicht mehr so präzise. Deshalb am besten so spät wie möglich erst solche Sachen in den Taschenrechner eingeben. Okay, das war Aufgabe A. Jetzt kommt Aufgabe B. Ich mache die Rechnung weg. Jetzt soll die Fläche von dem Weg, der um diesen See herumführt, ausgerechnet werden. Dieser Weg ist 2 Meter breit und wir haben die Formel dafür, für diesen Kreisring. Pi mal R2 zum Quadrat minus R1 zum Quadrat. R2 zum Quadrat, das ist sozusagen der größere Radius. Wenn ich das mal hier versuche zu malen, also man hat einen Radius, der geht von der Mitte bis ganz nach außen. Den nenne ich mal R2. Und dann gibt es einen zweiten Radius, der geht nur bis zum ersten Kreis sozusagen. Das ist R1. So, wir wissen, was dieser Radius R1 ist. Das ist dieses 75 durch Pi. Der Weg ist 2 Meter breit. Das heißt, der Radius R2 ist 75 durch Pi plus 2. Ich schreibe das auch so komisch auf. Du weißt jetzt warum. 75 durch Pi plus 2. Das ist der Radius R2, das zum Quadrat, minus den Radius R1, das war 75 durch Pi, auch das zum Quadrat, Klammer drum, und das Ganze mal Pi, Pi mal das, ja, das ist diese Formel. Man kann das ganz stur in den Taschenrechner eingeben und der Taschenrechner sagt gerundet 312,6. Also A, Kreisring, ist ungefähr 312,6
Quadratmeter. Damit ist diese Aufgabe fertig.